herzlich willkommen zum Auftaktspiel der Fußball-EM 2024. In Deutschland ist 4 Wochen lang die Fußball-Europameisterschaft. 24 Länder machen mit. Die Spiele sind in mehreren großen Städten, zum Beispiel in München, in Hamburg und in Berlin. In der Stadt München ist das erste Spiel. Deutschland spielt gegen das Land Schottland. Das ist das Letzte. Die deutsche Mannschaftsaufstellung hat sich wohl kurz vor Spielbeginn noch ein klein wenig verändert. Wie? Deutschland, meine Damen und Herren, wie ich höre, ist auch Deutschland nicht mehr das aktuell präferierte Wort. Wir werden daher bei dieser EM nur noch von der zentraleuropäischen Nation reden. Und es folgt die deutsche Hymne. Einigkeit und Recht und Freiheit und vor allem Vielfalt. Diese Mannschaft ist keine Nationalmannschaft mehr, sie will es auch nicht sein. Es ist die Regenbogenmannschaft, die Pride-Mannschaft. Wir können es ignorieren. Wer interessiert sich schon für diese politisch korrekte Söldnertruppe? Aber es ist Stolzmonat. Das ist das Gegenmodell zu Pride Month, zu Pride AM, zum Regenbogen. Sei stolz auf das, was du bist. Und nicht auf irgendeine zusammengewürfelte Fußballmannschaft. Natürlich singe ich das Lied mit. Soll ja keiner denken, dass ich mir die Geldstrafe nicht leisten kann. Brust und Überzeugung sage ich ja. Alles für unsere Heimat. Alles für Sachsen-Anhalt. Alles für Stand for the National Anthem of Germany. Jetzt gab es eine Umfrage der ARD Sportschau, wo die unerfreuliche Sache herausgekommen ist, dass 21% der Befragten sich eine weißere Nationalmannschaft wünschen. Das ist das, ja, absolut rassistisch und hat überhaupt keinen Platz bei uns in der Kabine. Ich sehe es absolut identisch, dass ich allein die Fragestellung auch einen Wahnsinn finde, dass wir im Öffentlich-Rechtlichen sowas, so eine Frage stellen. Wir wollen niemanden beleidigen oder ausschließen, denn diese EM ist ja schließlich für alle. Kommen wir nun zur Aufstellung. Als Verteidiger Jamal Al-Wahabi Filifun, Aladdin Sani Jamal Hussein und Coco Jumbo Al-Kwami Okulele. Viele Menschen kommen aus dem Ausland nach Deutschland. Die Menschen wollen die Spiele sehen und die Menschen wollen feiern. Vom 1. FC Emden. So, Stürmer sind für die zentraleuropäische Nation bei diesem Turnier nicht erlaubt. Mr. Lindt, what an absolute honor. To start off our interview, what is a typical German saying? Eidukum Mubarak, wa kulamin, wa anta beheir. Bayram Sherif Mubarak olsun. Das ist das Letzte. Wir sind Deutsche. Wir sprechen Deutsch. Wir leben in Deutschland. Unsere Vorfahren waren Deutsche, unsere Freunde sind Deutsche. Wir erkennen uns und wissen, dass wir uns aufeinander verlassen können. Im Tor Christian Schulze. Das, oh, gerade bekomme ich das Update, dass der Torwart Christian Schulze nun doch nicht aufgestellt wird, weil diverse Vereine für soziale Gerechtigkeit sich beschwert haben, dass er wohl zu viel Critical Whiteness aufs Feld bringt. Neuer Torwart ist Ibrahim Nasser Said Che Uahal Hamas Asim Kumbalumba Alemalachen Jiwasim Shalhoub, der ja auch schon im Testspiel gegen den Vatikan glänzte. So, aber nun steht einer fantastischen Europameisterschaft wirklich nichts mehr im Wege. Bitte sehen Sie davon ab, zentraleuropäische Nationalflaggen zu schwenken. Deborah aus Berlin hat wegen ihrer Deutschlandfahne Ärger mit den Nachbarn. Sie solle sie doch bitte abhängen, da sie falsche Signale sende. Auf einem Zettel am schwarzen Brett wird sie gebeten, die Flagge bitte abzuhängen, denn, Zitat, Zeiten des deutschen Nationalstolzes sind zum Glück vorbei.
und senden heutzutage leider falsche Signale. Und benutzen Sie bitte, bitte die dafür eigens empfohlene internationale Flagge der Toleranz und, was? Oh, die Fans stimmen hier, wie es scheint, leider eine, ja, eine verbotene Melodie an. Das war so nicht geplant. Offizieller Song der EM ist Children Take Your Hormone Blockers von den Big Clit Friends. Die Polizei stürmt gerade den Fanblock B. Da wird es einige Stadionverweise geben, das ist klar. Ich denke aber, dass es klar und sichtbar ist, dass natürlich die Unterstützung für die deutsche Nationalmannschaft eben oft auch eben in so Nationalstolz mündet. Und da haben eben auch wissenschaftliche Studien gezeigt, dass das auch rassistische Gewalt und auch nationalistisches Gedankengut stärkt. Und gerade in der aktuellen Zeit ist das natürlich was, was man kritisch betrachten sollte. Das ist das Letzte. Wir sind hier zu Hause. Wir fühlen uns sicher. Es ist Zeit, dass wir entdecken, wie großartig es ist, Deutsch zu sein. Und dafür zu sorgen, dass das in Deutschland wieder die Norm wird. Das, was wir als erstes angehen müssen, das ist eine deutliche Botschaft in die Welt zu senden. Eine deutliche Botschaft in die Welt, die da lautet, das Weltsozialamt Deutschland ist geschlossen. Wer nach Deutschland kommt, kriegt diese üppigen Sozialleistungen nicht. Wir brauchen entsprechende Remigrationsanreize. Über den Großbildschirm wird nun eine Gefährderansprache von Innenministerin Nancy Faeser abgespielt, um die Menge, ja, zu besänftigen. Diese EM ist eine Veranstaltung der Toleranz und der Vielfalt. Bitte singen Sie ausschließlich freigegebene Lieder im Rahmen der Vereinbarung mit der UEFA. Also erstmal freuen wir uns auf diese Fußball-Europameisterschaft und wir hoffen, dass wir wieder ein Fußball-Sommermärchen auch haben werden in Deutschland. Ja, was will man mehr? Die Menge tobt. Sie freuen sich auf einen Monat voller Spannung und Toleranz. Aber bitte korrekt und innerhalb der Richtlinien der Gemeinschaftsstandards für Nächstenliebe und globale Gleichschaltung. Die Polizei will dabei auf alle Menschen aufpassen. So, ihr lieben Zuschauer, hier live aus dem Stuttgarter Stadion. Es ist gleich 5:30. Die Mannschaften wärmen sich auf. Ingo ist großartig. Wetter ist bombig. Bin gespannt auf das Spiel. Liebe ZuschauerInnen, they them. Xisxir, Octopus, Hubabuba, Nemo, plus minus, neutral. Jetzt geht es los. Der Schuss der Außenministerin war ausbaufähig, doch der zweite, vor allem angesichts der Schuhe, nicht schlecht. Natürlich ist Fußball vor allen Dingen ein Sport. Achtung! Ich sag's mal ganz einfach, ja? Wir alle waschen in unsere Wäsche. Das gehört einfach zu unserem Leben dazu, wie die Freiheit und die Sicherheit. Das ist das Letzte. Also als gute Grüne, ja, kaufen wir Bio-Waschmittel. Das gefällt aber manchmal unseren Kindern nicht so gut, weil es riecht dann nicht so super. Und manches andere Handtuch ist bei anderen Leuten auch weicher als unseres. 2x3 macht die Dedededit und 3 macht deine. Ich mach mir die Welt, Dedededit, 7 hier gesetzt. So, also Alternative finde ich relativ teuer, aber ehrlich gesagt gehe ich auch nicht mehr so oft einkaufen. Das muss dieser Tage mein Mann übernehmen, also muss ich der damit beschäftigen. Nehme ich jetzt das Teurere oder nehme ich jetzt das, was Bio und Strahlkraft irgendwie zusammenbringt? Und am Ende, wenn man es, je länger man es anguckt und je mehr man die Texte liest, sagt man irgendwie, passt hier gar kein Waschmittel zu uns. Hey, Annalena Baerbock, die Maske, was ihr gefällt. Aber niemand würde doch auf die Idee kommen und sagen, also gehe ich jetzt raus aus dem Geschäft und wasche meine Wäsche nicht mehr. Weil wir verstanden haben, dann wird es dreckig und dann stinkt's. Und genau so ist es in der Demokratie. Wenn wir nicht wählen gehen, dann stinkt es. Dann sind andere da und dann wird's braun. Ich befinde mich hier gerade bei den letzten Vorbereitungen der Fanmeile hier am Brandenburger Tor. Wir werden auch gleich nochmal über das Gelände schwenken. Und vielleicht fällt es euch auf, das, was ich hier in den Händen halte, die deutsche Flagge, werdet ihr auf der gesamten Fanmeile leider nicht sehen. Es ist nicht an einer Bude, nicht an einer offiziellen Stelle die Deutschlandfahne zu sehen. Die Polizei hat verboten bekommen, sich solidarisch mit der Nationalmannschaft zu erklären. Keine schwarz-rot-goldene Schminke auf der Wange, keine schwarz-rot-goldenes Fähnchen am Streifenwagen. Die Bundespolizei darf während der Fußball-Europameisterschaft nicht öffentlich Farbe zum deutschen Team bekennen. Gleichzeitig darf die Polizei aber selbstverständlich mit der Regenbogenfahne fahren. Wie widerlich, wie verachtend seinem eigenen Land gegenüber kann Politik überhaupt noch sein? Weder am Körper noch auf der Uniform oder am Dienstfahrzeug dürfen die Polizisten die Deutschlandfahne tragen. Das ist das Letzte. Hier kommt ein Film zur Fußball-EM.
Viele Menschen aus dem Land Schottland sind nach Deutschland gekommen. Das sind Fußballfans vom schottischen Team. In der Stadt München feiern die schottischen Fans mit deutschen Fans. Dieser deutsche Fan sagt, es ist friedlich, das ist gut für die EM. Bei der EM sind viele Polizisten auf der Straße und beim Fußballstadion in der Stadt München. Die Polizei sagt, wir passen auf, dann ist alles sicher. Deswegen habe ich auch schon angekündigt, dass ich ab Juni die Grenzen insgesamt schließen werde, also auch in den Westen. Jetzt gibt es ja Grenzkontrollen nach Tschechien, Polen, Schweiz und Österreich. Und das ist ein wichtiger Aspekt zum Schutz derer, die hier einreisen. Und die Polizei ist an der Grenze von Deutschland und guckt, wer kommt nach Deutschland. Gefährliche Menschen sollen nämlich nicht zu den Spielen kommen. Die Fußballfans wollen nämlich friedlich feiern. Alle wollen Spaß haben bei den Spielen in Deutschland. Die Polizei sucht kleine Geräte am Himmel. Die Geräte heißen Drohnen. Die Polizei holt die Drohnen herunter. Dann machen die Drohnen nämlich nichts kaputt. Wer Polizist oder Polizistin werden möchte, sollte unter anderem sportlich fit und nicht älter als 31 sein. Die Nationalität ist dabei in Niedersachsen völlig egal. Die Hauptzielgruppe der Polizeiscouts sind junge Migranten, so wie sie selbst. Man braucht keine deutsche Staatsangehörigkeit, um Polizist in Deutschland zu werden. Und das ist das Letzte. Achtung, Achtung! Dieses Lied ist so gefährlich, dass es verboten werden könnte. Gegen hunderte Polizeibeamte der Länder laufen zurzeit Disziplinar- oder Ermittlungsverfahren wegen Extremismusverdachts. Den Beamten wird vorgeworfen, eine rechtsextremistische Gesinnung zu haben oder Verschwörungsideologien zu unterstützen. Und? Wie lange wartest du schon? 4 Monate. Du? 6 Monate. Hast du mal gesehen, wie viele Uniformteile derzeit nicht bestellbar sind? Ich hab's so satt. Generell gilt, die Bundesregierung will stärker gegen Verfassungsfeinde im öffentlichen Dienst vorgehen und sie konsequenter entfernen. Damit haben wir in den vergangenen Jahren sukzessiv die relevanten Akteure der neuen Rechten in den Blick genommen, aufgeklärt und nach ergebnisoffener Prüfung zu erwiesen rechtsextremistischen Beobachtungsobjekten erklärt. Dazu gehört, wie Sie wissen, auch die Identitäre Bewegung Deutschland und das Kompaktmagazin. Das ist das Letzte. Die deutsche Polizei darf alles. Sogar, erinnert ihr euch, alte Omas, die gegen die Corona-Maßnahmen demonstrierten, festnehmen. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen ist Verpflichtung der allerstaatlichen Gewalt. Was? Erlaube! Corri EKT! Lass mal das erste ganze progressive deutsche Politico dabei dir in deine grüne Koffer. Die ist der Fußballer. Muss er nicht der Aller. Macke Wehrgifte mit deiner Scheiße. Rafak, kann er halte die Klappe einfach mal. Sei still, die Flasche leer. Das deutsche Volk bekennt sich darum zu unverletzlichen und unveräußerlichen Menschenrechten als Grundlage jeder menschlichen Gemeinschaft. Demokratie ist für mich vor allem ein Arbeitsauftrag. Demokratie ist nichts, was von außen auf ein Land aufgedrückt wird oder was andere für uns garantieren können. Demokratie bedeutet, dass Menschen sich im Grunde täglich einmischen, einsetzen und für sie arbeiten. Demokratie ist anstrengend. Es bedeutet Debatte, es bedeutet Streit, es bedeutet Zuhören, auch Lernen, auch Selbstkritik. Es bedeutet, auf andere zuzugehen, um eine gemeinsame Lösung herzustellen. Demokratie bedeutet Toleranz und auch Toleranz ist manchmal ganz schön anstrengend, wenn man andere Meinungen gar nicht ertragen kann. Aber wir haben gelernt, und das ist das große Verdienst des Grundgesetzes, dass wir stärker sind, wenn es Vermittlungs- und am Ende Einigungsprozesse gibt. Das Schwenken der Deutschlandfahne soll jetzt laut Münchner Merkur nach der EM mit bis zu 1.000 € Geldstrafe geahndet werden. Die Frage ist, Frau Faeser, wenn die Fahne durch den Wind geschwenkt wird, ist das etwas anderes, als wenn ich es mit der Hand mache? Oder was ist eigentlich mit den Holländern? Gilt das für die auch? Nee, die Holländer sind ja nicht irre, ne? Aber wir sind anscheinend wirklich irre. Lasst uns dafür kämpfen, Deutschland wieder vom Kopf auf die Füße zu stellen. Lasst uns dafür kämpfen, dass diese Fahne wieder überall weht, bei jedem Sportereignis zeigt, wir sind eine stolze Nation, wir stehen zu unserem Land, unterstützt uns
dass endlich auch wieder Nationalstolz in Deutschland seinen Platz hat. Also, man kann nur hoffen, dass Deutschland schnell ausscheidet, damit diese Peinlichkeit nicht weltweit beachtet wird. Und als Ehrenkommissar der bayerischen Polizei fordere ich meine Kollegen auf, jetzt erst recht, hängt die Fahnen raus, so viel ihr könnt. Europa ist ein geiles Land und Fußball spielt hier. So gehen die Gauchos, die gehen so. Die haben jetzt doch tatsächlich dieses Lied verboten. Dieses Lied? Was für ein Lied? Na, du weißt schon. Döp, dö, dö, dö. Hast du einen Schlaganfall? Wovon zur Hölle redest du? Na, diese Kids auf Sylt. Gigi D'Agostino. L'amour toujours. Ich raff gar nichts mehr. Ist auch egal. Na, jedenfalls, diese Kids haben halt ihr blödes Zeug drüber gesungen. Aber pass auf, das Lied, also die Melodie, ist jetzt auf öffentlichen Veranstaltungen bundesweit verboten. Himmel, wer kommt als nächstes? Papa Schlumpf? Aha, ich glaube, dafür ist es leider zu spät. Wie? Ja, Papa Schlumpf ist neuerdings ein Neonazi. Wenn ich dich richtig verstehe, dann, wenn jetzt also dieser Song von diesem fluffigen Emo da, der vom ESC... Du meinst Tiffy aus der Sesamstraße mit Adamsapfel? Exakt. Wenn der also jetzt zum Beispiel von ein paar völkischen Brüdern aus Thüringen... Schwupps. Verboten. Unfassbar. How do you feel? Feel really grateful. Thank you so much. Das ist das Letzte. Liebe Landsleute, ich bin beeindruckt. Benutze den Ohrwurm. Sing das Lied, Luke. Nein, niemals werde ich das tun! Obi-Wan hat dir nie erzählt, wo deine Wurzeln liegen. Hallo Sylt, willkommen. Er hat mir gesagt, ich stamme aus Schleswig-Holstein! Das ist nur die halbe Wahrheit, Luke. Du wurdest auf Sylt geboren. Nein. Nein. Das ist nicht wahr. Das ist nicht wahr, niemals. Sing das Lied, Luke. Du weißt, dass du es tun willst. Nein! Nein! Jetzt haben wir eine Weile Ruhe vor diesen Idioten. Endlich dürfen wir die verbotene Musik spielen. Ich hab das gehört! How dare you? Vereint steht die große Mehrheit im Land gegen Menschenhass, Gewalt und Extremismus. Und was wichtig ist, diese große Mehrheit zeigt sich. Sie ist sichtbar. Das ist richtig, wenn jetzt Leute sagen, wegen Islamismus sollten wir nicht über das Video in Sylt reden. Noch wenn andere sagen, wir sollten über Islamismus schweigen, weil wir mit der Debatte vielleicht den Falschen die Hände spielen. Ich glaube, gerade die Debatte nicht zu führen, das würde am Ende den Falschen die Hände spielen. Wir müssen das in der demokratischen Mitte hinbekommen, alle Feinde der Demokratie, alle Feinde der Freiheit gleichermaßen zu bekämpfen. Welchen Zusammenhang sehen Sie aktuell von den hohen Flüchtlingszahlen zu den
nach vor allen Dingen zunehmenden Messerangriffen, zu diesen Gewaltdelikten im Land, auch zu Sexualdelikten? Also ich würde das Thema Messerattacken und Sexualdelikte nicht mit dem Thema Zuwanderung und Migration vermischen. Importierter Messerterror der CDU. Inzwischen werden jeden Tag 38 Bürger Opfer von Messerattacken. Also das ist ja ein Wegnuscheln eigentlich der Realität in diesem Fall. Nein. Das ist das Letzte. Deutschland für Ausländer. So, dann schauen wir uns mal an, ob das Ding funktioniert, was sie uns hier mitgebracht haben. Wir atmen wieder freier, wir fühlen Stärke, die aus Gemeinschaft wächst. Ich bin stolz auf unser Land, auf seine Bürgerinnen und Bürger. Deutschland, den Ausländer, 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 Deutschland, den Lassen Sie uns zusammenstehen für ein freies, friedliches und freundliches Deutschland. Ausländer, Deutschland, die Die einzigen, die wirklich ausrasten und sich aufregen, sind die Deutschen. Keine Ahnung warum. Nächsten Mal bitte, ja Jungs, wenn ihr nochmal sowas singt. Schreibt mir persönlich, ich komme und ich singe mit. Guck mal, die Blau, Ausländer, der schwarze Blau, Ausländer, Ausländer, Ausländer. Guck, der Unterschied ist, guck, als wir sind, das dunkelbraun, das ja. ist schwarz. Es ist Sommerparty im humanistisch-arischen Internat. Aber Moment mal, wo ist die Musik? So eine Scheiße! Die linksversiffte Rektorin verbietet unseren menschenverachtenden Lieblingssong. Aber die kann uns mal. Die Vocal Gutmenschenziege. Wir spielen den trotzdem. Aber nicht nur das. Wir posten das bei Instagram. Deutschland will Ausländer. Freu dich jetzt schon auf die neue Folge von Hanni und Nazi. Alle Nazis raus! Alle Nazis raus! Komm, wir wählen am 9. alle Nazis raus! Für Demokratie! Für Demokratie! Rechtsextremismus bringt unsere Stimme nie. Wer andere beleidigt oder sogar körperlich verletzt, muss schnell und spürbar bestraft werden. Wir wählen am 9. alle Nazis raus. Für Demokratie, für Demokratie. Rechtsextremismus bringt unsere Stimme nie. Und übrigens ist auch das Internet kein straffreier Raum. Wenn man sich aber anschaut, wie dort Hass und Beschimpfung durch die Decke gehen, dann wird auch klar, wir alle sind gefordert. Ausländer rein, gemeinsam. Ausländer rein, Ausländer rein. Deutschland ist kunterbunt. Ausländer rein, Ausländer rein, Ausländer rein. Deutschland ist kunterbunt. Ausländer rein. Wer andere beleidigt, bedroht oder herabwürdigt, der muss überall auf Widerspruch stoßen. Im Netz, genauso wie am Stammtisch oder im Büro. In solchen Situationen einzuschreiten, fällt nicht immer leicht. Aber nur so kommen wir an gegen den Hass, der Herzen vergiftet und Hirne vernebelt. Position of the Biden family. Got to sing happy birthday on the birthday. So I expect you all to jump in. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you all. Happy birthday to you. Und das ist das Letzte. Also ich rate uns, dass wir uns den 4. September 2040 im Kalender notieren. Und am 4. Da fährt die Bahn wieder pünktlich. Am 4. September 2040 wird in den dann noch existierenden Fernsehmedien und Internetmedien wird es Sondersendungen geben, 25 Jahre nicht
Schließung der Grenzen Deutschlands, sondern weiter Offenhalten der Grenzen. Und bei dieser Sondersendung wird man sagen, wir haben wie bei der deutschen Einheit am Anfang völlig überrascht reagiert. Wir haben eigentlich viele Fehler gemacht, wir haben vieles falsch gemacht. Aber am Ende können wir uns auf die Schulter klopfen. Das waren Menschen, die in Ungarn in U-Bahn-Stationen an Zäunen gerüttelt haben mit Kleinkindern, dass wir die in unser Land gelassen haben. Und wir werden dann Olympiasieger haben, wir werden Forscher, Entwickler, wir werden Busfahrer, wir werden Eisenbahnschaffner, wir werden in allen Bereichen der Gesellschaft Menschen haben, die aus Syrien gekommen sind, aus Afghanistan, aus der Türkei und anderswo und gut in unserem Land integriert sind. Auf die werden wir stolz sein. Die wiederum haben Kinder und die werden an Universitäten sein. Ich war so mit Kollegen, haben so von einem dreckigen Deutschen oder einem Mann so sein Auto gestochen, sein Reifen, da kommen so Amjas. Wir haben sie so richtig hart gesprochen. Einfach so beleidigt. Bereust du das? Nein, Bruder, ich bin froh. Hast du schon mal kriminell? Ich hab von meinem Einmann so... Und damit habe ich mir Louis Vuitton weggeholt. Warum hast du den abgezogen, den Jungen? Der hat mich schief angeguckt. Ich habe dann sein Fahrrad mitgenommen und bin einfach abgehauen. Bereust du das? Nein. Ich peitsche den aus, Wallah, ich geb den 1, 2. Wer Stress will, bei Gott, ich fresse. Die Einführung des Kalifats, das ist eine denkbare Staatsform von ganz vielen, die es weltweit gibt. Es gibt Kommunismus, Sozialismus, es gibt eben religiös geführte Systeme, es gibt Monarchien, all das gibt es und all das kann man auch in Deutschland sagen. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illa Allah. Ya Allah, Bismillah, Allahu Akbar, Ya Allah, Bismillah. Das ist das Letzte. Deutschland ist unsere Heimat, unser Land, unsere Nation. Deutschland ist nicht verhandelbar. In diesem Sinne wünsche ich uns daher allen einen erbaulichen Stolzmonat.